Hallo, ich möchte heute über zwei Aktien nachdenken, die ich aus unterschiedlichen Gründen extrem spannend finde. Ich möchte mal den Satellitenbetreiber SES Global genauer anschauen und erklären, warum ich da sehr viel Fantasie bei dieser Aktie habe, weil ich in erster Linie glaube, dass ein immer größerer Anteil an Telefonie über Satelliten abgewickelt wird. Und ich möchte im zweiten Teil argumentieren, warum ich glaube, dass Meinungsumfragen und Meinungsumfrageninstitute gerade einen riesigen Vertrauensverlust erlebt haben und warum es da eine sehr interessante Aktie gibt, ja, nämlich die Aktie von YouGov, der dem einen oder anderen aus diesem Meinungsumfragen-Sektor bekannt sein könnte, wo sich jetzt immer mehr Medien auch auf diese Meinungsumfrage, auf dieses Institut beziehen, und das ist an der Börse gelistet. Da kann man sich beteiligen. Das sitzt weit weg in Großbritannien, ja, und hat, glaube ich, diesen Vertrauensverlust nicht mitgemacht, ja, und hat enorme Wachstumsraten. Ja. Das möchte ich in dem Video vorstellen. Das sind aber wie immer keine Empfehlungen, sondern ich bereite nur Informationen auf, möchte spannende Ideen geben, aber es sind keine konkreten Empfehlungen. Und ich möchte hier auch ganz eindeutig dazu sagen, ich sage das ja relativ oft, ich gehe in meinem Aktiendepot so vor, dass ich eher versuche, 80% in große, sagen wir mal, langweilige Unternehmen zu investieren. Momentan überlege ich gerade, ob ich bei Toyota ein paar Aktien kaufe. Da weiß ich ziemlich genau, was ich mir ins Depot hole. Ja. Ich glaube, dass sich Toyota in den nächsten Jahren gut entwickeln wird. Ja. Deswegen überlege ich da eben gerade, ob ich ein paar Aktien kaufe. Aber hier ist weder eine Verdopplung, ja, noch ein Totalverlust zu befürchten. Es kann immer anders kommen und es sind eben eh keine Empfehlungen, aber bei Toyota glaube ich, wenn ich mir die Geschäftsberichte der letzten Jahre ansehe, dass ich sehr gut einschätzen kann, was ich mir da ins Depot hole. Ja. Die beiden Firmen, die ich heute Bespräch sind deutlich spekulativer, da kann deutlich mehr schief gehen, ja. Und ich rahmt das also bewusst so ein, das sind diese 20%. Ja. Das macht allerdings, muss man sagen, dann auch mehr Spaß, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Und eine irrsinnig spannende Wette an der Börse, meiner Meinung nach, könnte momentan SES Global sein. SES Global ist also ein Unternehmen, das in Luxemburg sitzt, das gut 2000 Mitarbeiter hat und das Satelliten betreibt, die Satelliten also ins All bringt und dann vermietet. Vielleicht auch verkauft, ich glaube eher vermietet. Zum Beispiel diese bei uns bekannten Astra-Satelliten, über die Fernsehen empfangen werden kann, die werden, ich glaube ganz, aber vielleicht auch nur teilweise von SES Global betrieben. Und aufmerksam bin ich darauf geworden, weil gerade beim Konkurrenten, bei der Firma OHB, eine Übernahme läuft. Ja. Wie funktioniert eine Übernahme am Aktienmarkt, wenn ich eben darüber nachdenke, ob ich 200 Aktien von Toyota kaufe und ich mache es dann, ja, beeinflusst das den Kurs überhaupt nicht. Ja. Wenn aber jemand auf einmal die Mehrheit haben möchte von einem Unternehmen, das also zum Beispiel an der Börse ist und wo nur Kleinaktionäre da sind, dann muss man einen enormen Aufschlag bieten, weil ich will ja nicht nur 2% der Aktien kaufen, da könnte ich mich klammheimlich beteiligen. Das machen auch manche Firmen vor einer Übernahme, dass sie schon mal relativ günstig aus Sicht der übernehmenden Firma einige Aktien kaufen. Wenn ich dann aber auf einen Schlag zum Beispiel 51% des Unternehmens haben möchte, ja, weil ich die Kontrolle ausüben möchte, ja, dann muss ich also für eine Aktie, die gestern vielleicht 20 Euro wert war, ein Übernahmeangebot von 35 Euro machen. Ja, das ist zum ungefähr die Größenordnung. Die Kurse sind jetzt nicht so gewesen, aber von den Prozenten her ist das der Aufschlag, der bei OHB gerade geboten wird. Und das ist natürlich super, ja, weil man an dem Unternehmen bereits beteiligt war. Ja. Eventuell ist es schon gut gelaufen und man hat 25% plus. Und wenn dann nochmal fast eine Verdopplung innerhalb von Tagen passiert, das ist dann auch der Grund, da oft bei mir so der Fall gewesen, wenn ich das Glück hatte, dass ich dann auch sehr schnell über die Börse verkauft habe, falls die Übernahme doch noch scheitert oder sowas. Ja. Aber da kann man dann innerhalb relativ kurzer Zeit wirklich viel verdienen. Ja.
Und das könnte eben bei SES global der Fall gewesen sein. Deswegen habe ich mir hier mal angeschaut, gibt es hier große Aktionäre? Wenn es nämlich bereits große Aktionäre gibt, ja, wo drei große Aktionäre zusammen 80% halten würden, dann würde das Unternehmen für eine Übernahme nicht in Frage kommen, ja, weil das auf die Art ohne den Widerstand bei den Großaktionären nicht geht. Wenn ich mich aber mit den Großaktionären einig, wenn ich die Firma übernehmen will, dann führt das nicht zwangsweise zum öffentlichen Angebot, sondern das kann dann am Hintertisch ausgemacht werden, was auch in Ordnung ist, ja, aber da habe ich als Kleinaktionär eventuell nichts davon. Ja. Das war mir also mal wichtig, wenn ich bei SES Übernahmefantasie sehe, dass ich mir auch anschaue, wer sind die Großaktionäre. Und hier ist eben der überwiegende Anteil der Aktien im Streubesitz. Ja. Sonst wäre eben diese Übernahmefantasie nicht da. Der größte Einzelaktionär bei SES hält also 5% der Aktien und dann gibt es ein paar kleinere. Ich glaube, dass das Fondsgesellschaften sind, die jeweils 2-3% halten. Ja. Aber das heißt, SES Global käme aus dem Gesichtspunkt für eine Übernahme in Frage. Ja. Und eben, es arbeiten momentan mehrere Firmen dran, ja, also Starlink von Elon Musk, ja, ist das bekannteste, aber auch Amazon hat ein ähnliches Programm an Unternehmen, die Satelliten ins All schießen, um Telekommunikation über den Satelliten zu ermöglichen. Ja. Und hier käme meiner Meinung nach, wenn hier ein Unternehmen zum Beispiel hinterm Plan liegt, ja, oder ein Turbo zünden will, SES Global wird aktuell an der Börse mit 2,3 Milliarden bewertet. Das wäre also für Amazon ein leichtes, eine Übernahme zu zu finanzieren. Also hier zum Beispiel den bestehenden Aktionären zu sagen, die Aktie ist momentan, also das Unternehmen ist mit 2,3 Milliarden bewertet, wir bieten 4 Milliarden, ja, also fast 100% Aufschlag, dann hätte man also die Möglichkeit, dann wäre die Chance hoch, dass Amazon, wenn sie fast 100% Kursaufschlag bieten, einen Großteil der Aktionäre dazu bringen, ihre Aktien an Amazon zu verkaufen. Nur theoretisch, mir liegen keinerlei Informationen vor, dass das irgendwie, ich gehe das theoretisch durch, ja. Und dann könnte also die Firma hier übernommen werden, ja. Wenn ich mal so eine Firma anschaue, dann möchte ich aber trotzdem sehen, wie schaut die Firma ungefähr wirtschaftlich aus? Ja? Was passiert, wenn ich mich jetzt zum Beispiel irre und das passiert nie mit der Übernahme? Ja? Ist die Firma auch allein Geschäfts- oder macht die gute Geschäfte? Ja? Und hier sehe ich halt, dass bei SES Global die Geschäftszahlen nicht herausragend sind. Ich habe also seit vielen Jahren einen Umsatz, der ungefähr bei 2 Milliarden Euro liegt. Ja. Und nachdem man in den letzten Jahren kumuliert, wenn ich also heute den Wert mit vor 7 Jahren vergleiche, dann gab es da schon eine ordentliche Inflation. Das heißt, inflationsbereinigt, da habe ich sogar einen Eindruck, ganz genau habe ich es mir noch nicht angeschaut, aber dass bei SES die Umsätze sogar eine Spur niedriger sind als vor ein paar Jahren. In den Geschäftsberichten tauchen auch immer wieder Verluste auf. Allerdings, und das war mir auch wichtig, nicht operativ. Ja, da geht es also dann um Bewertungen. Im operativen Kerngeschäft hat SES Global in jedem der letzten Jahre Gewinne gemacht. Ja. Die Verbindlichkeiten sind hoch, ja. Wahrscheinlich nicht zu hoch, ja, aber hoch. Ja. Also das ist heute mal was Spekulativeres. Ja. Wenn man da nicht ganz genau weiß, was man macht, sollte man eher die Finger davon lassen. Ich mache das bei solchen Aktien auch ganz gern so. Ich schreibe mir meine Ideen auf. Schreibe eine Notiz für mich selber. In 3 Wochen denke ich nochmal drüber nach und wenn mir die Idee dann noch immer als gut erscheint, dann wäre das so eine Aktie, wo ich überlege, ob ich mal mit 1000 Euro einsteige. Sicher keine große Position. Das wäre überhaupt so ein Tipp, ja. Wenn ihr nach irgendeinem Zeitungsbericht das irgendwann mal das Gefühl habt, ja, ich muss unbedingt noch heute eine Aktie kaufen, ja, weil morgen könnte diese super Chance schon vorbei sein, dann macht es das lieber nicht. Ja. Das geht erwartungsgemäß kaum auf. Es läuft euch also nie was davon. Ja. Es könnte natürlich schon sein, dass morgen die Übernahme, von der ich rede, da ist. Ja. Dann irgendwo verpasse ich Chancen, damit lebe ich. Ja. Aber
Ich würde also da den Rat geben, wenn ich sowas habe, ja, was mir sehr gut gefällt, ja, was aber eindeutig unter riskant fällt, ja, die Ideen in Notizen aufschreiben, ja, 3 Wochen später nochmal drüber nachdenken, ja, und wenn es 3 Wochen später noch immer eine gute Idee ist, dann einmal ein paar Aktien kaufen. Das könnte so eine gar nicht so schlechte Herangehensweise sein. Und eine zweite Aktie, die in diese Kategorie fällt, also eindeutig spekulativ, ja, sind eben nicht diese 80% der Aktien, die ich versuche, eher in langweilige große Firmen zu investieren, die aber relativ gut prognostizierbar sind, weil sie seit vielen Jahren dasselbe Geschäftsmodell haben. Toyota steht da als wunderbares Beispiel. Sondern heute geht es eben um diesen spekulativen Teil, diese maximal 20% bei mir im Depot. Und da habe ich mir mal das Unternehmen YouGov angeschaut. Das wird der eine oder andere aus Zeitungsberichten kennen. Das ist ein Meinungsforschungsinstitut, eine Firma, profitorientiert aus Großbritannien, die jetzt immer häufiger auch bei uns in den Medien zitiert wird. Ja. Und die haben einfach in den letzten Jahren ihr operatives Ergebnis von 5 Millionen britischer Pfund auf 40 Millionen erhöhen können. Da spreche ich also von einem Gewinn beim operativen Ergebnis, einer Steigerung von 700% innerhalb von 6 Jahren. Ja. Das ist also schon ganz klar in Richtung Wachstumunternehmen. Und ich glaube, dass es hier die Chance gäbe, dass das Unternehmen weiter sehr stark wächst. Ja. Und das hat was damit zu tun, dass eigentlich die klassischen Meinungsforschungsinstitute, die in Österreich und in Deutschland, aber auch in einigen anderen Ländern, ja, in den letzten Jahren oft einmal negativ in den Medien waren, ja, dass der Vertrauensverlust hier, glaube ich, eigentlich ziemlich erodiert. Ja, das hängt auch sehr stark mit dem politischen Naheverhältnis zusammen. Ja, und YouGov ist da, glaube ich, weniger stark involviert und wird deswegen meiner Meinung nach in meiner Wahrnehmung auch immer öfter in anderen Medien zitiert. Ich selber schaue ab und zu auch ganz gern auf die YouGov-Webseite. Da sind dann Statistiken zu finden, wie 60% da. Nehmt es jetzt nicht genau, das habe ich vor ein paar Wochen gelesen, aber so ungefähr 60% der Konsumenten ist das Material eines Produkts wichtiger als die Marke dahinter. Ja. Oder ich glaube, 35% der Deutschen ist sehr wichtig, dass bei Produkten Nachhaltigkeit und so weiter eine Rolle spielt. Ja. Wenn das Ganze in staatsnahen Medien da ist, dann würde ich also wetten, dass da was ganz anderes rauskommt. Also das ist einer der Punkte. Also bei uns in Österreich ist das auch gerade in den Medien, weil eine sehr bekannte Meinungsforscherin gerade verurteilt worden ist, also vor ein paar Wochen, weil sie ja. Ich glaube, da möchte ich nichts dazu sagen, weil ich glaube, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sie kann also jetzt noch berufen, und daher gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Ja. Aber es geht mir jetzt auch gar nicht um diese Person, sondern einfach, wenn es in den Medien ist, ja, bekannte Meinungsforscherin und Ex-Ministerin sitzt in Haft. Ja. Dann ist das kein gutes Bild für diese Institute. Es gab auch vor 2 Jahren irgendwie die Sachen, die aus den Österreich auch einen Skandal ausgelöst haben, dass also die Regierung vor 2 Jahren für Meinungsumfragen bezahlt hat, dass die also dementsprechend ausgehen. Das war also zumindest der Verdacht. Ich glaube, dass das auch bewiesen wurde, aber auch das, es geht mir weniger darum, mehr, was hier wirklich war, sondern was ständig berichtet wird, was ich selber ganz sicher sagen kann, weil ich das persönlich von ihm gehört habe, der Herr Wolfgang Bachmeier, der sehr lang schon einem Meinungsforschungsinstitut in Österreich, das als renommiert gilt, vorsteht oder vorstand. Ich habe das nicht versprochen. Da kann ich mich noch daran erinnern. Da geht es aber nicht um strafrechtliche Vorwürfe, sondern meiner Meinung nach, also ich mache da nur moralische. Der hat nach der Bundespräsidentenwahl vor ein paar Jahren als der grüne Kandidat und jetzige auch Bundespräsident in Österreich und der blaue Kandidat ganz offensichtlich gute Chancen hatten.
und größere Teile der Bevölkerung als Wähler hinter sich versammeln konnten und daher die traditionellen Großparteien SPÖ und ÖVP keine große Rolle mehr gespielt haben. Da ist er nach den Wahlen gefragt worden, warum die Umfragen seines Instituts so ganz anders waren als dann die tatsächlichen Wahlergebnisse. Und da hat er im ORF ja, frei von der Leber weg und wahrscheinlich auch ein bisschen unter Druck gesetzt, einfach gesagt, naja, vor der Wahl haben die beiden Parteichefs der Roten und der Schwarzen bei ihm angerufen und daraufhin hat er halt Umfragen, die geeignet gewesen wären, die Wählerschaft der ehemaligen Großparteien zu demobilisieren, weil man also sagt, die haben sowieso keine Chance gegen den grünen oder den blauen Kandidaten. Die sind dann also bewusst nicht veröffentlicht worden. Ja. Und wenn ich also dann unterschiedliche Umfragen erhebe, ja, aber nur wenn das Ergebnis passt, dann veröffentliche ich das. Ja. Ich glaube, es wurde damals nicht um eine Gegenleistung gesprochen, somit dürfte das auch sozusagen kein Rechtsbruch sein. Ja. Aber das ist natürlich schon sehr bezeichnend, wenn man dann auch noch so frei von der Leber weg nach der Wahl sagt, na, das war halt so. Ja. Also da gibt es also, ja, könnte man jetzt endlos reden. Der Punkt ist gemacht. Vielleicht das Letzte noch aktuell wird gerade bei uns über eine Haushaltsabgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutiert. Ich habe da erst vor kurzem im ORF, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelesen, eine Meinungsumfrage, die große Mehrheit der Österreicher ist für diese Abgabe. Gleichzeitig habe ich in einem privaten Medium eine Meinungsumfrage gehört, die große Meinung der Österreicher sind dagegen. Ja, ist mir jetzt auch egal, aber der Österreicher hat gelernt und ich glaube, in Deutschland schaut das nicht sehr viel anders aus, ja, dass man von solchen Umfragen nicht mehr sehr viel halten kann. Ja. Und das ist natürlich etwas, was YouGov in die Karten spielt. Ich glaube also nicht, ja, dass ein Parteichef einer österreichischen Partei jetzt in Großbritannien anruft. Wir haben immer wieder Mitschnitte von unseren Politikern, die versuchen, Englisch zu reden, ist auch ganz lustig, ja, aber auch jenseits der Sprachbarrieren nach Großbritannien. Glaube ich also gar nicht, dass der Versuch gemacht wird, ja, weil YouGov also schon halt ein Unternehmen ist, das etwas über 1 Milliarde schwer an der Börse ist, ja, und ich glaube, dass das gar nicht versucht wird, weil die es auch einfach abbügeln würden und sagen, ja, das funktioniert vielleicht bei euch im überschaubaren Österreich, aber bei uns werden Umfragen so gemacht, wie wir das für richtig halten. Und ich vertraue auch persönlich, ja, also deswegen schaue ich immer wieder auf die Webseite und finde dort Interessantes. Ja, YouGov unter Umfragen deutlich mehr als die der Politik nahe stehende Institute machen. Ja. Und das ist natürlich etwas, wo ich auch wahrnehme, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass das sehr vielen Leuten so geht. In den letzten 2, 3 Jahren hat sich der Trend wahrscheinlich auch beschleunigt. Ja. Und da kann man sich dann mal das Unternehmen anschauen, das eben von diesem Vertrauensverlust in die traditionellen Institute, ja, profitiert. Und das wäre YouGov. Und da sind die Zahlen also schon vom Wachstum her ein ziemlicher Hammer im positiven Sinn. Eben das operative Ergebnis in den letzten Jahren von 5 Millionen auf 40 Millionen zu steigern, das ist schon was. Man sieht also auch, dass die Rahmenbedingungen für YouGov scheinbar wirklich gut sind. Der Umsatz ist nicht ganz so stark gestiegen, da spreche ich aber noch immerhin von einem Plus von 200% in den letzten Jahren. Allerdings hat sich auch der Kurs der Aktie verdoppelt. Ja. Also ein wirkliches Schnäppchen ist YouGov nicht. Ja. War allerdings vor 2 Jahren noch schon mal deutlich höher bewertet. Vor 5 Jahren allerdings deutlich niedriger. Da waren die Umsätze aber noch viel geringer. An sich passt das Unternehmen momentan nicht in den Raster, wo ich zurzeit investiere. Also ich glaube eher, dass die Chance groß ist, dass es einen heißen Herbst gibt, ja, und versuchen wir eher neue Aktien ins Depot zu nehmen, die Stabilität reinbringen. Dafür halte ich YouGov eher nicht geeignet. Die Aktie schwankt also sicher deutlich mehr als andere Aktien. Das Unternehmen hat auch nur 1500 Mitarbeiter, ist also für ein Meinungserhebungsinstitut damit ein großer, ja. Oder vielleicht sogar das größte Unternehmen, aber für eine Firma generell, ja, ich habe jetzt vergessen, wie viele Mitarbeiter Toyota hat, ja, aber sicher nicht nur 1500, sondern wahrscheinlich eher Richtung 50 oder das Hundertfache, ja. Die Bewertung von YouGov ist momentan auch schon knackig. Ja. Also ich rede da von einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von je nach Schätzung ungefähr 24, 25, Dividendenrendite von 1%. Ja. Also YouGov
würde den Kurs nicht rechtfertigen, wenn sie jetzt hier stehen bleiben würden, ja, also in den letzten Jahren ein super Wachstum hatten und dann auf hohem Niveau seitlich stagnieren würden, sondern um weiter zu steigen, muss YouGov in den nächsten Jahren auch nochmal weiter Gas geben, ja, und die Umsätze in den nächsten 2 Jahren noch einmal um 100% erhöhen oder den operativen Gewinn nochmal erhöhen, aber auch bei den Umsätzen in den nächsten 2 Jahren irgendwo in der Größenordnung von 50% auf 2 Jahre gesehen weiter wachsen, damit dieser Kurs gerechtfertigt ist. Ist eine spannende Sache, ja, genauso wie bei SES Global, ja, wird bei mir notiert. In 3 Wochen denke ich nochmal drüber nach, ob öffentlich auf dem Kanal oder nur für mich. Das werde ich erst dann entscheiden, je nach Zeit. Aber das sind 2 Aktien, die ich momentan wirklich für spannend erachte. Ja. Man sollte auf keinen Fall nur in so spannende Aktien investieren. Das sind eben die, die riskanter sind. Da kann sicher leichter mal was passieren. Ja. Bei Unternehmen, die eben 1500 oder 2000 Personen haben, die zentrale Frage sollte schon eher sein, wo ich den Großteil meiner Ersparnisse investiere. Und das sind diese großen, stabilen Unternehmen. Ja. Aber es macht ab und zu schon wirklich Spaß, sich so kleine Unternehmen durchzudenken. Ich hoffe auch, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch.